Herzlich willkommen weiterhin bei Let's Play Far Cry Primal. Wir sind. Genau. Wir gehen dorthin, wohin müssen. Let's go. Dazu müssen wir jetzt mal hier raus. Nicht richtig im Koffer, oder? Moment. So, scheinbar gehen wir jetzt schon raus. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich tagsüber haben. Ja, haben wir. So. Müssen wir denn da unten irgendwas... Sind das nur die zwei? Dann geht's ja eigentlich. Headshot. So war nicht der Plan. So war der Plan. So, ich will den Jungen einmal. So, habe ich den jetzt befreit oder was? Oder wie sieht das aus? Sieht so aus, ne? Headshot. Headshot. So, suchen wir den Jungen. So. Tierfeld haben wir. Gut, den haben wir schon mal. Gut befreit. Eieiei, der hat es. Scheiße, ich dachte, den kriegen wir relativ gut down. Aber scheinbar nicht. Mein Energy Drink ist leer. Also müssen wir nochmal neu gehen. Okay. Dann lassen wir jetzt mal in Ruhe. Gut, wir sind der Bestienmeister. Die Eule. Die Eule kann das für Feinde blockieren. Du kannst den Negerblick auch im Fliegen einsetzen, wenn du R3 gedrückt hast. Okay. So, die sollen uns mal kurz die Gegend abchecken.
Hat vielleicht seinen Vorteil. Den Typen soll man töten, oder was? Das sind aber nur drei Gegner. Okay, dann gehen wir da mal hin. Töte die Wolfsjäger der Udam. Stirbt man besser, mein Freund. So. Alle kaputt. Ich will diesen Gegner was voll. Wunderbar. So, ein Holzpfeil haben wir gefunden, das ist immer gut. Und noch ein Holzpfeil, immer gut. Und noch ein Holzpfeil, okay. So, hier. Muss hier noch ein Gegner sein? Ja, ich weiß gleich. Ich mach das gleich. Moment. Hier fett. Nein. So, benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Was für eine Blutspur. Da. Einfach Pfeile, wunderbar. Asaria. Blaspuri. Holzpfeil, Holzpfeil, Holzpfeil. Nehmen wir auch mit. Hier, was ist das hier? Kann man das gar nicht mitnehmen, oder was? Scheiße. Na gut, egal. So. Ist jetzt hier genug. Sind alles nur Ziegen. Naja, momentan eigentlich unwichtig. So. Okay, wir müssen also woanders lang. Spontan würde ich sagen, im Hauptweg. Okay, wir sind nah. Dann wechseln wir auf die Pfeile. Des Valkva. Ort entdeckt. Beste Ködern und Zähmen. Stelle Ködern mit meinem. Okay, wir können ein bisschen zähmen. Oh, qual.
Da ist der Wolf, oder was? Ja, klappt ganz. Ja, alles gut. Kein Problem, mein Freund. Wir haben den Werf getemmt. Gutes Hundi. Die Bestienkontrolle. Hier, du kannst deine Bestie auf ein Ziel hältst oder also an einem bestimmten Ort gehen lassen. Ziele mit L2 und drücke R1, um deine Befehle zu erteilen. Wenn der Bestie verwundet wird, geht sie in die Ranhalte. Viereck gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Wenn der Bestie stirbt, kannst du den Bestie mit wiederbeleben oder eine weitere Bestie zähmen. Das ist gut. Gutes Hühnchen. So. Aufgabe erledigt. Wir haben eine Fähigkeit. So, was haben wir hier schönes? Moment. So, alte 80 plus 80 wird das Gerät um mich herum im Kartenmenü, wunderbar, das haben wir doch auch erledigt. So. Super Hundi. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Töte die Udam in der Nähe. Mal gerade an, wie viele das überhaupt sind. Ist nur einer oder was? Wenn es nur einer will, schaffe ich das auch ohne. Zwei sind das ungefähr. Was ist denn hier? Was ist denn der zweite davon? Ich sehe den nur nicht. Also einen sehe ich, das ist mir klar. Das ist der. Jetzt habe ich den zweiten. Ich war ein Tick schneller als du. Auch wenn ich nicht wirklich schnell war. So. Drücke das. Ja, um das Bestienmenü zu öffnen, das Steuerkreuz rechts, und alle zähmeren Tiere einzusehen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen und deinen derzeitigen Begleiter wegschicken. Das ist ja, wie gesagt, kennen wir ja aus Far Cry auf jeden Fall auch. Einige Bestienmeisterfähigkeiten, um dir neue Bestien zu zähmen. Das ist immer gut. Der Bestienmeister abgeschlossen. Sehr schön. So. Neue Dorfbewohner, 8 Bevölkerung. Warte mal. Tensei hat sich deinem Dorf angeschlossen. Sehr schön. Wir haben einen neuen Dings. Schnellreise. Genau, das. Ja, das kennen wir aber mittlerweile. So, jetzt hol ich mir den Jungen zurück. Oh, Holz. So, das bleibt immer mit. Ist das Hundi? Ja, es ist Hundi. Braves Hundi. Das war nicht viel gemacht, aber trotzdem braves Hundi. Beziehungsweise braves Wölfchen. So.
Die lassen dann in Ruhe. Ich muss ja ein bisschen Köder herstellen. Ich kann mir den Löwen oder was auch immer da vorne holen. Ich hätte jetzt. Ich will das nicht erzählen. Hör auf. Ja, ja, alles gut. Mein. Hab ihn. Na, noch ein Wolf gezähmt. Ja, wunderbar. Eine weitere Fähigkeit freigeschaltet. So, wunderbar. Ein Rothund halt. Na, was soll ich ein Rothund holen? Na, so, kann ich den mal mit. Das Blaublatt immer. Blaublatt. Wir gehen mal ein bisschen weg. Wir müssen nämlich schließlich eine andere Karte auch wieder ein bisschen öffnen. Was haben wir da als nächstes vor? Haben wir überhaupt irgendwas? Ja. Unser Dorf. Da reisen wir mal hin. Gut, und dann machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann, ja, ne? Bis dann. Tschüss.